Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Gothic 3 hier in der Balance Ultimate Mod. Ja, kleine Info für euch. Ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich ein bisschen rumprobieren werde, Mods mal tauschen werde, Mods rauswerfen werde, einfach um zu testen, um zu gucken, woran das halt vielleicht liegt, dass ich diese leeren Dialogfelder habe manches Mal. Also, bestes Beispiel war jetzt hier mit Argenak, hier, dass hier einfach Dialogzeilen fehlen. Das kam hin und wieder mal vor. Das ist jetzt zum Glück nicht die Regel, ja, aber es kommt doch so oft vor, dass ich sagen würde, es stört mich halt schon, muss ich sagen. Ich habe, wie gesagt, viele Mods mal rausgenommen, wo ich vielleicht der Meinung war, das liegt daran. Delivery Towns Mod habe ich mal rausgenommen, Questpaket, Fix Mods habe ich rausgenommen und so weiter und so fort. Das hat aber alles leider nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte leider nicht rausfinden, warum genau es einfach so viele von diesen zusätzlichen Dialogoptionen gibt, die nicht vertont sind und die auch keinen Text haben. Konnte ich jetzt also nicht herausfinden. Das ärgert mich selbst am meisten, ja, im Vergleich zu euch wahrscheinlich. Ärgert es mich wirklich am meisten, weil ich im Endeffekt der Projektleiter dieses Projektes hier bin. Und dementsprechend halt auch sehr frustriert dann den ganzen Zustand wieder zurückgesetzt habe auf dem Zustand, bevor ich angefangen hatte zu testen. Und ja, das heißt, wir machen jetzt erstmal so weiter. Und ich werde solche Dialoge jetzt also ignorieren in Zukunft, wenn ich bei Charaktern sehe, die haben so eine Dialogzeile da, wo es einen leeren Dialog gibt, wie bei Argenak hier halt. Da werde ich also nicht den Dialog führen. Und das wird aber hier nicht das letzte Gothic 3 Projekt werden. Ich habe auf jeden Fall vor, nach diesem Gothic 3 Projekt recht zeitnah wahrscheinlich nochmal ein Gothic 3 Projekt zu machen. Allerdings dann ein bisschen Challenge Run Style. Da werde ich die Mods anders so bauen, dass sowas dann nicht mehr vorkommt. Also das heißt, nicht über diesen Mod-Starter, sage ich jetzt mal, über den ich ja jetzt hier spiele. Nichts zu holen. Ja. Gut, das heißt, wir können jetzt also wohl die Kämpfe hier in der Arena von Geldern nicht mitmachen. Aber okay, das ist jetzt halt so. Gekämpft wird noch mehr als genug. Das ist so viel, kann ich euch schon mal versprechen. Das wird jetzt kein herber Verlust sein, aber ja. Was mache ich jetzt in dieser Folge? Ich werde jetzt erstmal hier die Gegend um Geldern nochmal weiter erkunden und unsicher machen. Wirklich dieser Helm, ey. Ich weiß auch echt nicht, was ich davon halten soll, von diesem Helm. Der ist irgendwie cool und unpassend zugleich. Weiß ich auch nicht. Oh nein, hier gibt's ja Ogre. Dammit. Was ich auch sehr cool fand, ich hatte unter der Folge Es wird magisch, hieß die, glaube ich. Da hatte ich ja, glaube ich, drin gefragt, irgendwie, wie ihr das Projekt verfolgt, also wie ihr konsumiert, über welche Geräte und so weiter. Da habe ich öfters mal gelesen, dass die Leute, oder dass ihr, den Content über einen TV-Stick oder so euch auf dem Fernseher anguckt, was ich ziemlich cool finde. Dass ich hier quasi das Abendprogramm bin, bei manchen sogar am Fernseher, das finde ich ziemlich cool. Und da Grüße auf jeden Fall an jeden von euch, der mich dann quasi bei sich in der Wohnstube hat laufen lassen oder auf dem Fernseher im Allgemeinen laufen lassen. Da freue ich mich drüber. Natürlich freue ich mich über jeden, der diese Videos hier guckt, egal in welcher Form er sie guckt. Macht mich auf jeden Fall mächtig stolz. Genau, wir wollen da hoch zur Höhle. Ich würde jetzt mal den Helm wieder wechseln, weil ganz ehrlich, es ist ein cooles Sammlerstück, aber ganz ehrlich, wirklich besser ist er nicht. Ich würde sogar sagen, dass der Stachelhelm besser ist. Vielleicht verkaufe ich den Helm ja hier, mal sehen. Ah, guck mal. Die Alchemisterin bringen Bonustalent, Mana-Tränke und Heiltränke brauen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Vielleicht behalte ich ja einen. Dann brauche ich diesen Alchemie-Perk mit Mana-Tränke lernen, gar nicht lernen. Kann ich nämlich auch so einfach Mana-Tränke brauen. Gut, das Ding ist natürlich, ich habe keine Rezepte. Wie mache ich das mit den Ogern? Wie verfahre ich mit denen? Ich glaube, ich schaffe die ja noch nicht. Habe ich das schon mal getestet? Ich weiß es nicht. Ich könnte die zur Stadt locken. Naja, aber wisst ihr was? Ich lasse sie da einfach stehen. Ich muss die jetzt zum Glück nicht mitnehmen, also passt das. Herrscherkraut. So, dann gucken wir doch mal hier völlig unbefangen in diese Mine rein. Ich habe keine Ahnung, was mich hier drin erwartet. La, 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 la.
Ach ja, das ist eine Schwefel- und Goldmine hier. Das ist ja ein Goble. An den kann ich mich aber wirklich nicht erinnern. Okay. Aber sollte ich hinkriegen. Ich habe keinen Mana. Oh, das ist jetzt aber... schade. Ach, dieser Schild hier, ne? Dieser... Ich feiere diesen Schild wirklich sehr. Ich mag das Design dieses Schildes. Dieser weiße Grund und dann mit dem roten Kreuz da drauf, das finde ich ziemlich cool. Man kann wirklich über Arcania kann man wirklich sagen, was man will, aber Rüstungsdesigns, Waffendesigns, das hatten sie echt drauf, ey. So, Gobbo, let's go. I choose you, Gobbo. Gab auch ein paar coole Namensvorschläge, wie wir uns unseren Goblin hier benennen wollen. Gobbo oder Marvin oder Matt zum Beispiel wurde auch vorgeschlagen. Aber Matt war useless, deshalb würde ich den Goblin nicht so disrespekten, indem ich ihn Matt nenne. Ich finde Marvin eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ist eine coole Anlehnung an Acholos. Oh, Amulett der Geschossabwehr, nicht schlecht. Ich dachte kurz, das wäre so ein Alchemistenring, den ich hier gerade gefunden hätte. Aber die finde ich nur in Geldern. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Mhm. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Noch so ein räudiges Biest! Was? Ey, der greift meinen Goblin an! Oh, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten! Okay, Gott sei Dank. Lauf zurück. Wie es den weggefetzt hat. Okay, irgendeinen Brief erhalten. Ich weiß noch, in der Urfassung von Gothic 3... da war hier stockfinster, die Höhle war überhaupt nicht beleuchtet. Was ich an sich eigentlich cool finde. Und da hat der Masin halt hier wirklich im Dunkeln geschürft. Wirklich, es war stockfinster, man musste eine Fackel rausholen, damit man den überhaupt sieht. Das ist ja jetzt hier mit Fackeln ausgeleuchtet. Was buddelst du denn hier allein herum? Verdammt! Es muss doch irgendwo sein! Du bist Assassine, richtig? Ja und? Ist das so ungewöhnlich? Pass bloß auf! Wenn du mir ein Haar krümmst, dann werde ich meinem Bruder davon berichten. Berichten? Heißt dein Bruder Mirzo? Ich sehe, du hattest schon das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Dann weißt du auch, was passiert, wenn du mich bei der Arbeit störst. Wonach suchst du? Nach Artefakten, du Spinner. Was denn sonst? Verschwinde! Geil, ich habe ihm echt 95 Gold abgezogen. Kann ich diesen Brief lesen, den ich ihm abgezogen habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Dann kann ich jetzt, glaube ich, Nemrock berichten, dass die Mine hier wieder ertragreich ist. Und Mirzo damit erpressen. So ist's gut. Ein Sauwetter. Aber ich liebe das. Ich liebe so ein, ich nenne es immer schottisches Wetter. Man kann natürlich auch britisches oder englisches Wetter sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich mag das. Gerade im Sommer. Sommer ist Regen. Super geil. Wenn es irgendwie so tagelang so 30 Grad im Schatten waren und dann kommt erstmal so eine einwöchige Regenperiode, wo es jeden Tag regnet. Herrlich. Es ist wirklich herrlich. Die Nächte sind immer die besten, dann so das Fenster offen zu lassen und dann kommt so zumindest einigermaßen so eine leichte, frische Prise. Nicht da, nichts zu holen. Rein, das ist immer sehr angenehm. Ja, die Oger lasse ich da erstmal Oger sein. Bis ich mir nicht absolut sicher bin, dass ich die schaffe, lasse ich die erstmal in Ruhe. So, gehen wir erstmal zum Assassinen. Und berichten. Ah. Du lässt deinen eigenen Bruder Masin in der verlassenen Mine Artefakte ausgraben. Wie in Bilias Namen hast du das herausgefunden?
Der arme Hund buddelt sich da draußen die Hände wund, damit du hier Profit machst. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Ich zahl dir auch ein hübsches Sümmchen, damit du dicht hältst. Hier, nimm, mein Freund. Die Orks dürfen nicht wissen, dass die verlassene Mine im Norden doch noch ertragreich ist. Wenn sie das mitkriegen, werden sie die Mine wieder besetzen. Dann bin ich ruiniert. Mann, das ist... Er hat ihm eine Möhre geklaut aus der Tasche, cool. Zeig mir deine Ware. Stimmt, ich hatte dem... Ja, genau, ich hatte ihm diese... die Steintafeln abgekauft, genau. Na, mal gucken, vielleicht kann ich ihm jetzt auch wieder ein bisschen Geld zurücknehmen. So, Loot, den ich ihm verkaufe. Ja, genau, ich wollte die Feuerpfeile verkaufen, richtig. So, das kann alles weg. Kann ich ihn zumindest noch ein bisschen Geld abziehen. Ich glaube, weil wenn ich ihn nämlich anschwärze, glaube ich, dass ich nicht mehr mit ihm reden kann. Ich glaube, dann ist das durch. Schutz vor Geschossen 50. Die Sache ist halt, wann kommt man mal wirklich in den Genuss davon zu profitieren? Eigentlich nicht so richtig. Deshalb verkaufe ich das mal. Und der Helm, der ist cool. Ah, nee, ich verkaufe ihn nicht. Ich behalte den als Sammlerstück. Genauso wie die ganzen Rüstungen. Parfüm, das ist sowas von Questgegenstand. Tja. Ich würde ihm das gerne alles verkaufen, um da richtig Geld jetzt mitzumachen. Aber ich habe halt Angst, dass ich das irgendwie nochmal brauche. Naja. Gehen wir mal zu Nemrock, berichten ihm mal, dass die Mine wieder ertragreich ist. Ich meine, ich habe das ja sogar als Quest bekommen. Ja. Also machen wir das auch. Die verlassene Mine ist doch noch ertragreich. Woher weißt du das? Mirzo, der Assassine, bekommt seine Artefakte von dort. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde die Mine wieder in Betrieb nehmen. Sehr gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Du bist es wert. Geil. Einer der Sklaven handelt mit geklauten Artefakten. Wer? Wie ist sein Name? Hamiel. Das ist doch nur ein kleiner Fisch. Dahinter steckt einer der Alchemisten in der Stadt. Geh und finde heraus, für welchen Alchemisten Hamiel arbeitet. Okay, interessant. Das weiß ich gerade gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass das hier geht. Dinge werden sich niemals ändern. Hatte ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Mal gucken, vielleicht kann ich das von Hamiel einfach erfragen. Das wäre natürlich der einfache Weg. Oh, Agena geht gerade raus aus seiner Butze hier. Das heißt, ich kann nochmal kurz hier nochmal Hallo sagen. Wie schleiche ich denn nochmal? Scheiße. Wie ging nochmal schleichen? Hä? Welcher Taste hatte ich denn nochmal? Sneaken? Ah, wie? Ach, hier. Ah, okay. Gut, lade ich nochmal kurz neu rein. Wenn ich da nochmal reinschleiche. Ich hab mir das Schleichen umbelegt, wegen Springen, glaube ich. Ach, Mist, der geht wieder zurück. Ah, wobei. Altmaurer, hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Soll ich mal nicht so haben, es war eine Schatulle. Ja, Alchemistenringe muss ich ja auch noch irgendwie holen. Zeig mir deine Ware. Ach ja, diese Steintafeln. Okay. Tja, für welchen Alchemisten? Gab's hier noch, muss noch nach diesen Alchemistenringen gucken. Würde ich jetzt vielleicht als nächstes machen. Ich klau zu viel. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ist wirklich so, wenn ich so weitermache, wird das nie was. Am besten, du hältst dich da raus. Er könnte noch so einen Alchemistenring besitzen, hier. Du Dreckskerl hast den Orks von der verlassenen Mine erzählt. Gib es zu, das wirst du mir büßen. Deine letzte Stunde perfekt. Hat geschlagen. So, wenn ich ihn nochmal... Fix ihm! Ja! Wenn ich ihn niederschlagen kann, dann kann ich die Bude ja auch plündern. Da hat nichts zu holen. Teleportstein, cool. Ja.
So, Waffenbündel halten. Cool. Jetzt stecke ich hier fest. Klasse. Okay, cool. Aber ich glaube, einen Alchemistenring hat er, glaube ich, nicht gehabt. Ach, wie cool das hier eingerichtet ist, auch mit der Figur und so. Da ist nichts mehr zu holen. Was willst du? Nichts zu holen. Ah, mein Schädel. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Tja, wo könnten noch weitere Alchemistenringe sein? Bei den Ork-Schamanen hier in der Butze, glaube ich. Ich habe übrigens so einen Teleportstein bekommen. Das ist bestimmt ein zweiter nach Geldern, genau. Das heißt, einen könnte ich sogar theoretisch verkaufen. Hier war doch irgendwo noch so ein Alchemistenring, oder? Die lagen immer offen rum, also die kann man sehen, theoretisch. Oder hatte ich den von hier schon mitgenommen? Ach, hier liegt er. Tja, wenn ich den jetzt hier nehme, bin ich natürlich tot. Das heißt, ich müsste nachts nochmal wiederkommen. Aber kann ich den Buchständer lesen? Cool. Hier steht was über Alchemie. Na, nicht so cool. Okay, da hätte ich dann schon drei, aber dann fehlen immer noch vier. Ach ja, warte mal, ich glaube, einer lag noch hier oben, ne? Das, Die das nicht gemerkt haben, okay. Das heißt, jetzt müsste ich noch wissen, wo drei sind. Einer war auf jeden Fall noch in der Schatzkammer, glaube ich. Also in der dort, wo die beiden Orks davor stehen. Da muss ich irgendwie reinkommen. Das wird natürlich nochmal, schwierig. Könnte ich denn 140 altes Wissen, ey, puh. 116 habe ich aktuell. Naja, gut, ich sag mal so, das rennt ja nicht weg, ne? Also diese... Schleich hier nicht so rum, Mara. Okay, dann laufe ich halt hier rein. So, okay. Also ich sag mal so, die Quest läuft ja jetzt erstmal nicht weg. Ich kann die ja später immer noch machen. Da die Schatzkammer ausblühen der LCC. Das kann ich ja immer noch machen. Ach ja, genau. Und einer lag mindestens... Halt! Keinen Schritt weiter! ...oben bei denen. Ah, da müsste ich dann hier hoch. Cool, dass er so einen Streitkolben hat, das als Waffe. Einer lag, glaube ich, hier oben. Verschwinde, Mara! Oh, okay, okay, okay. Aha, hier ist Grenze, alles klar. Tja, ich muss da irgendwie rein. Aber ich glaube, das kann ich dann wohl erst machen, wirklich, wenn ich von Nemrock die Erlaubnis bekomme, reinzugehen. Naja, gut. Das heißt, wir gehen jetzt zur Schwefelmine erstmal. Und holen dort die Schwefelbrocken ab. Vorher muss ich aber die Snapper beseitigen. Oh, das wird richtig eklig mit so einem Schwert. Wäre halt cool, wenn von der Mauer halt so ein Ork-Schütze runterschießen würde. Okay, die sind echt gegangen. Nice. Ich hatte mir kurz überlegt, vielleicht könnte ich einfach... Was sind denn die Eiersuppen? Na gut, dann halt. Das hier geht auch. Oder die Pilz-Ragout-Dinger, die bringen auch sehr viel Mana wieder. Gut, okay, Flammbeere, maximales Mana plus 4. Ach komm, ich zieh die mir jetzt einfach rein. Die liegen am Ende eh nur ewig bei mir rum. Kann ich das doch gleich mal mitnehmen. Ach ja, und Herrscherkraut, genau, Herrscherkraut bracht ja maximale Lebensenergie. Auch gut, könnte ich eigentlich auch mal machen. Und nein, ich werde das nicht in Alchemie investieren. Ich weiß, man kann daraus permanente Tränke herstellen und so, ne, ich kenne das. Ich habe schon öfters Gothic Runs gemacht. Auch hier in Gothic 3, wo ich das gelernt habe, permanente Tränke, aber ich musste halt jetzt schon Jagdtalente lernen, um meine Rüstungskram da zu machen. Das heißt, ich habe jetzt schon Lernpunkte verloren für Skills, die ich eigentlich lernen wollte aufgrund der Abstimmung. Denn wie gesagt, es gab eine Abstimmung am Anfang des Projektes, wie wir spielen wollen. Und da wurde nun mal einfach abgestimmt, dass wir einen Magier-Krieger-Hybrid spielen. Und das heißt, wir gehen auf Magie und Kampftalente hauptsächlich. Und nebensächlich eigentlich auch nur auf Schmieden. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Dass ich jetzt noch jagen lernen musste, das war einfach ein bisschen Pech.
Guck mal, das Hirschkraut kann ich auch noch essen. Für die Ausdauer. Let's go. Tja. Und dann. Aha, ein Topf bringt noch Mana. So, ich glaube, den restlichen Harnischkraut, das esse ich dann mal zwischen dieser und der nächsten Folge. So, jetzt beschwöre ich mir erstmal meinen Goblin-Kumpan, weil diese Snapper, die hier rumgammeln, die sind schon in größerer Masse gar nicht mal so ungefährlich, wenn man halt nur mit dem Zweihänder kämpft. Zweihänder ist schon tatsächlich eine ziemliche Einschränkung, muss man gestehen. Ah, dieses Einkreisen, ich hasse das. Na, jetzt bin ich tot. Hilf mir, Goblin-Freund. Oh, sehr gut. Der hat mir jetzt echt den Arsch gerettet. Sonst wäre ich jetzt wirklich schnell hinüber gewesen. Ist gut, so einen Goblin-Kumpan zu haben. Genau, man musste, glaube ich, diese Snapper sowieso umlegen hier, weil das dieser eine Ork da bei der Mine wollte. Also kann ich das jetzt gleich mal mitmachen, bevor ich da jetzt reingehe. One-hitted das oder one-shotted das so ein Snapper, wenn ich so einen Explosionsfall auf den schieße? Tja, wenn man treffen würde, könnte ich es rausfinden. Naja, halbes Leben. Was sind das für dieses Snapperkraut? Snapperkraut hier, cool. Boah, stell dich mal vor, wenn ich dann im Endgame einfach so einen Oger beschwören kann oder so. Das wäre so cool. Das ist auf jeden Fall, den Skill will ich auf jeden Fall lernen. Das ist so eine coole Ability. Müssen aber noch mehr sein. Da vorne sind noch mehr. Naja, mein Feuerball macht doch langsam ganz gut Schaden. Auf jeden Fall. Mittlerweile ist er ziemlich gut geskillt durch das alte Wissen, was wir dazu bekommen haben. Könnte, wie gesagt, noch stärker sein, aber im Moment ist es doch ganz okay. Man kann damit arbeiten, sagen wir es mal so. Ich glaube, als nächsten Run will ich vielleicht mal so einen Einhand-Schild-Krieger probieren. Einhand-Schild und dann, weiß ich nicht, irgendwie so schwere Rüstung. Aber ich hätte auch mal Bock auf so einen Bogenrun, so einen Bogenschützen zu spielen, das wäre auch cool. So ein reiner Bogenschütze, der so ein bisschen einhandlos kann, aber hauptsächlich halt mit dem Bogen schießt. Das wäre bestimmt auch ein geiler Run. Ach man, wie gesagt, das wird ja hier nicht der letzte Gothic 3 Run bleiben, wie ich es eingangs schon erwähnt habe. Wird es wohl so sein, dass ich dann in Bälde nochmal einen neuen Gothic 3 Run starte. Ach nein, jetzt greift er meinen Goblin an. Lauf zurück. Man muss sie alle töten. Chill mal deine Basis, Bruder. Das ist meiner gewesen. Er gehörte zu mir. Ah ja, genau. Wir brauchen noch Schwefelbrocken. Du bist hier der, der es sagen hat. Sulfok. Hey, Mora. Gut, dass du kommst. Ich habe was zu tun für dich. Ist auch ein passender Name für seine Aufgabe hier in der Schwefelmine. Was für eine Mine ist das hier? Sowas Dummes kann auch nur ein Mora fragen. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine natürlich. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Moras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie loswirst, klar? Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Hä? Ist das nichts? Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich krieg hier bald keine Luft mehr. Bring mir was über das Schmieden bei. Das ist so random, dass er mir das Schmieden beibringen kann. So komplett out of nowhere. Ich meine, Orks sind ja durchaus bekannt, dass sie gute Schmiede sind.
ein bisschen wie klischeemäßig wie die Zwerge, so in Fantasy-Settings. Aber dass er mir jetzt ausgerechnet, er hier als Schwefelminenaufseher mir was über das Schmieden beibringen kann, weiß ich nicht, ob das so wirklich so gewollt war, ehrlich gesagt. Eine Eidechse. Eine Eidechse. So. Irgendwas ist hier mit der Bodentextur nicht in Ordnung. Da ist nichts mehr zu holen. Das Geräusch dieser Bergarbeiter hier, dieser Schwefelminenschürfer, das ist so in so einem Einklang, das gefällt mir richtig, man hört das richtig. So. Ich werde die jetzt nicht umhauen hier, nur damit ich da das Schwefel plündern kann aus der Wand, ich habe genug Schwefel. Die Erfahrungspunkte durch die Fleischwanzen. Neuester Erfolg. Wo anscheinend eine gewisse Anzahl an Fleischwanzen gekillt. Sehr gut. So, da haben wir das auch erledigt. Perfekt. So, jetzt gehen wir nochmal Richtung Wolfsmine. Denn dort müssen wir Wölfe beseitigen, damit wir quasi mit den eifrigen Sklaven hingehen können. Das wird jetzt nochmal wichtig. Aber ich hoffe, ich finde den Weg noch dorthin. Aber ich bin zuversichtlich. Ging, glaube ich, hier irgendwo unten Wald rein. Genau, Ivan hat mir ja schon gekillt. Dass ich das dem Nemrock nicht sagen konnte. Oder konnte ich dem das sagen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das ging. Der ist doch bestimmt nicht alleine. Er hat bestimmt hier noch irgendjemanden von seinen Kumpels. Diese Ripper sind irgendwie eine Kombination aus Wolf und Mallrat. Nur in groß. Kann man das so sagen? Ich denk schon. Nochmal von vorne. So ein großes... Totales Schwein. So ein Schwert, bisschen Zauberei. Ach, da vorne sind doch noch zwei, perfekt. Also, nicht perfekt, aber... Da vorne so stehen sie. Ich muss sagen, ich arbeite gerne mit dem Goblin. Der ist echt cool. Macht Spaß. Ach, die haben sich da an so einem Wildschwein da vergriffen. Ah. Die haben es aufgefressen. Das Wildschwein, die haben das. Ah, cool. Also Ripper kämpfen offenbar gegen Wildschweine. Das ist ja interessant. Das ist ziemlich cool. Genau, wenn wir einmal hier sind, können wir ja die Viecher hier nochmal weiter platt machen. Speichern ist vielleicht nochmal angebracht. Ich sollte das jetzt hier nicht als Selbstläufer betrachten. Ach ja, hier ist ja direkt die Wolfsmine. Sehr gut. Wie lange ich jetzt schon diesen Zweihänder benutze, ey, krass. Ah, das Timing ist alles. Timing ist alles. Sehr gut. Bringt gute Erfahrungspunkte. Die Viecher. Tja, ich glaube für diese Wölfe, die waren glaube ich nochmal ein bisschen special, nehme ich jetzt doch mal diese Banditen-Axt hier. Ich habe das Gefühl, gegen die werde ich die jetzt brauchen. Die waren glaube ich irgendwie stärker. Speichern. Chironimo, Stollenwölfe, genau. Da, da, da. Okay, der Damage ist mit der Axt schon stabil, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem verrecken. Alter, wie viele! Junge, wie viele das sind. Ich habe übrigens auch den Todesschrei vom Heldenmach rausgenommen. Habt ihr vielleicht gerade gemerkt, er ist nicht mehr so penetrant und laut.
Das sind so viele. Nein, jetzt habe ich die Axt weggelegt. Anyway. Boah, wie viele das sind. Oh Gott. Vielleicht wechsle ich jetzt. Oh Gott. Nee, das schaffe ich niemals. Ich muss da mit Magie rangehen. Also mit magischen Tricks. Vielleicht schaffe ich es, einen Wolf zu. Wobei, einen Wolf zähmen. Was habe ich denn noch so? Klar, Tier rufen hätte ich. Das wäre eine Option. Erstmal muss ich mal ganz kurz meinen Mana wieder auffüllen. Morgentau, ich habe über 300 von den Dingern, ey. Holy moly. So, was habe ich denn zaubertechnisch? Ich könnte mit Sam irgendwie arbeiten. Aber wenn ich einen zähme, dann verschwindet mein Goblin, glaube ich. Kann ich zwei gleichzeitig haben. Ja. Na gut, dann habe ich wenigstens einen von diesen Wölfen unter Kontrolle. Und es ist schon mal einer weniger, den ich bekämpfen muss. Und die anderen Wölfe lasse ich jetzt einfach im besten Falle gegeneinander kämpfen. Das klappt aber leider nicht so richtig. Oder hat das geklappt? Wo ist mein Wolf? Ich habe meinen Wolf verloren. Doch, jetzt kämpfen sie gegeneinander, alles klar. Der will da unten jetzt erstmal gegen die Scavenger kämpfen. So. Okay, erstmal eine. Oh! Boah, dieser Scavenger denkt sich, sowas passiert hier. Alter. Wieso kriege ich den Wolf hier nicht mehr ins Visier? Ah, das ist meiner, weil es meiner ist, glaube ich. Der ist wieder am Boden verschwunden oder so. What's happening here? Okay. Das scheint ganz gut zu klappen jetzt hier. Jetzt waren die sich gegenseitig rund, ey. Ist ja geil. Oh, das sind Dinosaurier. Das sind zwei Dinosaurier. Scheiße, ich kann ja nicht so nah rangehen jetzt. Könntet ihr den Kampf mal bitte wieder hier hoch zur Mine verlegen oder so? Blöden Wölfe. Hier sind noch mehr als genug. Du verlierst Kontrolle über Stollenwolf, aber das ist okay. Jetzt, ich komme mal von der Seite. Das war der Stollenwolf, den ich vorher kontrolliert hatte, glaube ich. Ja, mit Adanos Magie zu spielen, das ist schon eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Gut, dass der Wolf mir jetzt hier einen Arsch rettet. Tja, ist die Frage, bist jetzt nur noch du? Ne, da ist noch einer. Ja, natürlich. So, ich glaube. Jetzt bist doch nur noch du da, oder? Oder sind die hier unten noch am Kabbeln? Hier waren doch noch vorhin zwei. Kann sein, dass die weggegangen sind und wiedergekommen sind. Ich gehe jetzt nochmal kurz reingucken. Weil kann sein, dass hier drin jetzt vielleicht noch einer ist. Nee, okay. Dann nehmen wir schon mal das ganze Gold hier mit. Nichts zu holen. Amulett der Magie. Abgebrochen. Boah, es wäre so asozial, wenn der Wolf mir jetzt in den Rücken fallen würde.
Lauf zurück. Ach so. Da ist nichts mehr zu holen. Stollenwolf verlässt die Gruppe. Und wird mir jetzt erstmal wieder feindlich werden. Ja, das waren sie. Das waren alle. Okay, cool. Ja, das hat sich doch super ergeben hier. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Nochmal von vorne. Wisst ihr, was jetzt natürlich ärgerlich wäre, wenn ich durch die fehlenden Arena-Kämpfe nicht diese 75 Ruf erreichen könnte, die nötig sind, um zu Grog zu kommen. Das wäre natürlich super bitter. Aber da müsste ich dann halt jetzt erstmal mit leben. Geht nicht anders. So, und dann hat er da noch irgendwie was von einer Burgruine erzählt. Die war doch hier eigentlich auch irgendwo in der Ecke, oder? Naja. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir gucken uns die Gegend noch ein bisschen weiter an in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund, lasst gerne ein Abo und Like für mehr Gothic-Content da und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.